Die NPD Sachsen lädt zum Jahresauftakt in Limbach-Oberfrohna. Man trifft sich im Januar in einer Gaststätte. Mit dabei Prominenz aus Berlin, der Parteivorsitzende Udo Vogt. Die sächsische Kreisstadt sei ein richtig guter Ort für Rechtsextreme, so Chefideologe Jürgen Gansel. Man fühle sich hier ganz zu Hause. Wir merken, also wie auch in anderen, gerade ländlichen Regionen Sachsens, dass hier ein großes Maß an Heimatverbundenheit und nationalem Identitätsbewusstsein besteht. Insofern fühlen wir uns ja aufgehoben und wir haben ja auch vor Ort den Eindruck, dass wir mit unseren politischen Botschaften Gehör finden. Und die Rechtsextremisten sorgen mit Nachdruck dafür, dass ihre politischen Botschaften überall gesehen werden. Schmierereien sind dabei noch das geringste Übel. Die erschreckende Bilanz des vergangenen Jahres: Im Mai schlagen Neonazis einen farbigen Jugendlichen zusammen. Im selben Monat zertrümmern vermummte Rechtsextremisten die Fenster eines Wohnhauses. Im Juni wird ein Jugendlicher mit einer Bierflasche angegriffen und getreten. Im November werfen Rechtsextremisten mit Steinen das Fenster des Wahlkreisbüros eines Bundestagsabgeordneten ein. Harald Lamprecht von der Landeskirche Sachsen befasst sich schon seit Jahren mit Rechtsextremismus. Er hat in Limbach viele Gespräche geführt, auch mit Vertretern der Gemeinde. Doch gerade deren Verhalten stimmt den Fachmann mehr als nachdenklich. Limbach-Oberfrohna hat ein Problem mit Rechtsextremismus. Die Verantwortlichen in der Stadt wollen das nicht wahrhaben und sie ignorieren die Probleme. Es gibt eine Gruppe, die sich dagegen engagiert, die bekommt das Etikett aufgedrückt, sie seien linksextrem. Und damit muss man sich damit scheinbar nicht mehr näher auseinandersetzen. Das halte ich für falsch. Die rechte Gewalt trifft zuerst die, die nicht ins Weltbild passen. Daniel Drescher engagiert sich in einem alternativen Jugendverein für Demokratie und gegen Neonazis. Seit Jahren wird er immer wieder von rechten Schlägern überfallen. Eigentlich schon seitdem ich 14 bin, seitdem ich mich etwas anders leite und mich für Politik etwas interessiere. Ich wurde auch körperlich schon öfters angegriffen, vielleicht insgesamt schon so 20 Mal. Man hört auch öfters mal Gruppen von Rechten zu durch Limbach ziehen, da schlägt man dann doch immer mal einen anderen Weg ein, um dem halt aus dem Weg zu gehen. 20 Überfälle. Beim letzten landete Daniel mit einer Platzwunde im Krankenhaus. Und Daniel ist nicht das einzige Opfer. Die Eltern der Betroffenen sind verzweifelt. Architekten, Lehrer, Richter. Die sogenannte Mitte der Gesellschaft bekommt die Bedrohung durch rechte Gewalt zu spüren. Man lebt eigentlich in ständiger Angst. Irgendwann habe ich mal gedacht, wenn die Kinder größer sind, können die auch alleine und ohne Aufsicht irgendwo hingehen. Jetzt ist er 19 Jahre schon und ich habe immer noch Angst, wenn er das Haus verlässt. Ich wäre halt immer grundsätzlich wach, wenn er sagt, er kommt 1:30, bin ich 1:30 wach, ohne Wecker oder irgendetwas. Und dann rufe ich ihn auch an und frage ihn, bist noch nicht da, wo bist du denn? Schockierend. Selbst vor einem Überfall auf ein Wohnhaus schreckten die Rechtsextremen nicht zurück. Vermummte hatten eine Familie regelrecht belagert und schlugen Fensterscheiben ein. Solidarität, energisches Vorgehen, das erwarteten die Eltern von ihren Stadtoberen vergebens. Nach wie vor lässt man uns im Stich. Wir haben diverse Fragen an die Stadt gestartet. Es sind mäßige Antworten, wenn hinhaltend. Man will sich dem nicht stellen. Seit ein paar Wochen gibt es im Rathaus von Limbach zwar einen Präventionsbeauftragten, doch der möchte am liebsten gar nicht von politisch motivierten Straftaten von rechts sprechen. Meines Erachtens helfen diese Begrifflichkeiten gerade den Betroffenen, auch den Bürgerinnen und Bürgern, die schockiert sind über diese Vorgänge, nicht viel weiter, sondern denen hilft weiter, wenn man aktiv dagegen vorgeht. Aktives Handeln? Die Stadt hängt ein Plakat auf und organisiert eine Filmvorführung. Hinter verschlossenen Türen aber wird ausgesprochen, was die Vertreter von Stadt und Polizei wirklich umtreibt. Exakt liegen interne Protokolle aus dem sogenannten Kriminalpräventiven Rat vor. Wichtig sind scheinbar nicht so sehr die Verletzungen der Opfer, sondern die Darstellung in der Presse. Die Berichterstattung über rechte Überfälle schade dem Ansehen der Stadt. Und die Schuld sucht man ausgerechnet bei denen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Über einen betroffenen Jugendlichen heißt es, er sei ideologisch festgefahren und provoziere gezielt. Wir sprechen Bürgermeister Lothar Hohlfeld daraufhin an. Also ich selber meine das so nicht gesagt zu haben. Und dann fällt ihm ein, dass wir das eigentlich gar nicht wissen dürften. Aber es ist natürlich ein nicht öffentliches Gremium im Rahmen der polizeilichen Tätigkeit, die die Stadt durchführt.
Die Stadtoberen möchten gern glauben machen, es gäbe kein rechtsextremes Problem in ihrem beschaulichen Städtchen. Nur ein paar Schlägereien zwischen rechten und linken Jugendlichen, ein Randphänomen. Doch beim Landesverfassungsschutz sieht man das ganz anders. Auf Nachfrage bestätigt man uns, dass in Limbach-Oberfrohna eine rechtsextremistische Kameradschaftsszene existiert, die unter der Bezeichnung Freie Kräfte auftritt. Auch Rechtsextremisten aus der Umgebung seien in der Stadt aktiv. Dass die Stadt auf diese Fakten nicht offensiver reagiert, hält Kirchenmann Harald Lamprecht für grundlegend falsch. Wenn in unseren Straßen Menschen geschlagen werden, wenn erwachsene Leute nicht ohne Angst durch die Straßen gehen können, weil sie Angst haben müssen, dass sie wegen ihres Äußeren einfach so von anderen geschlagen werden, dann ist was schiefgegangen. Dann muss man doch ernsthaft fragen, was ist dort passiert? Und dann muss man sich als Stadt fragen, was können wir dagegen tun, dass so etwas geschieht? Wegducken hilft da nicht. Vorläufiger Höhepunkt der rechtsextremen Gewalt, ein Anschlag auf das Vereinshaus der alternativen Jugendlichen im November. Die Räume brannten vollständig aus, Anwohner mussten evakuiert werden. Der mutmaßliche Brandstifter ist ein 19-Jähriger und gehört zur rechtsextremen Szene, die sich in Limbach-Oberfrohna so wohlfühlt.